Veranstaltungen, die so groß sind, so emotional, so hinreißend, die so viel Freude machen, aber auch so viel Arbeit. Solche Veranstaltungen wären ohne sie nicht möglich. Die Ehrenamtlichen bilden das Rückgrat Deutschlands. Das gilt für die Gesellschaft im Großen genauso wie für den Sport im Kleinen, zum Beispiel beim TSV Berlin-Wittenau. Ob bei der Fahrradrallye, Sport im Park oder dem Laternenfest, die Ehrenamtlichen stehen dem Verein mit viel Herzblut und Engagement zur Seite. Die engagieren sich für den Zweck, für die Leute, für den Sport. Und das ist einfach was Besonderes. Sich für Gemeinschaft zu organisieren oder sich zu engagieren, bedeutet auch was der Gemeinschaft zurückzugeben. Ich denke, das ist alles eine freiwillige Arbeit. Und wer etwas freiwillig macht, der macht es meines Erachtens auch gerne und mit dem Herz. Unter dem Motto gemeinsam mehr erreichen, lud der TSV Berlin-Wittenau alle fleißigen Helfer und Mitarbeiter des Vereins zur weihnachtlichen Ehrenamtsfeier ein, um das erfolgreiche Jahr Revue passieren zu lassen. Eröffnet wurde die Feierlichkeit mit einer Diashow, um den Ehrenamtlichen einen Überblick zu geben, welch großartige Projekte sie geleistet haben. Auch der Bezirksbürgermeister von Reinickendorf, Frank Balzer, würdigte die unzähligen Errungenschaften der Gesellschaft, die ohne die Hingabe der Ehrenamtlichen, besonders des TSV Berlin-Wittenau, nicht umsetzbar wären. Denn mit großer Bravour sticht dieser Verein als leuchtendes Beispiel in der Berliner Vereinslandschaft hervor. Wirklich mal Danke sagen zu können nach einem Jahr Arbeit, die hier jeder geleistet hat, bei jeder Veranstaltung und auch in den Abteilungen. Menschen, die hier sind, die einen einfangen, die einen willkommen heißen und wirklich miteinander solche Sachen machen wie diese Ehrenamtsfeier. Langjährige Mitglieder, die in unserem Verein sind, die kriegen eine Urkunde, ein Essen. Die Zeit verging mit Gesprächen über Projekte, gutem Essen und bei bester Laune wie im Fluge. Einige Ehrenamtliche nutzten den Abend auch, um neue Kontakte zu knüpfen oder bestehende Verbindungen zu vertiefen. Ob jung oder alt, jeder Helfer des Vereins will in Form des Ehrenamts mit Aktivitäten kleinen und großen Menschen Glückseligkeit im Sport verschaffen. Barbara Böldecke, Bärbel Dittmann, Lothar Kubich, Uwe Grosser und viele, viele mehr gehören zu denen, die sich seit Jahrzehnten hinweg so intensiv für den TSV Berlin-Wittenau einsetzen. Es gibt genügend Menschen, die Hilfe brauchen und andere, die genügend Hilfe als Gabe haben. Und ich gehöre dazu und gebe gerne einen Teil meiner Freizeit dafür ab. Man lernt neue Menschen kennen und man kann auch zusammen eben irgendwas unternehmen. Ehrenamt macht aus, sich wirklich aus Freude für andere aufzuopfern. Es war wieder ein gelungener Jahresabschluss. Vielleicht entdeckt auch ihr eure Erfüllung mit großer Begeisterung und Hingabe, das Leben anderer Menschen beim TSV Berlin-Wittenau zu unterstützen.